auf dem Weg nach San Francisco. Wir sind jetzt hier in dem Zug. Ich glaube, ich fahre 1,5 Stunden dahin. Und dann bleibe ich auch noch so 5-6 Stunden in San Francisco und gucke uns das an. Dann geht es wieder zurück nach Deutschland. Und das ist ganz anders als in Deutschland hier, wenn du mit dem Zug fährst. Auf jeden Fall Next Level. Jetzt mal an. Kann man noch so hoch gehen und es ist. Max wird hier nie durchpassen. Ist eine ganz witzige Sache. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann wird. Und dann melde ich mich wieder wieder in San Francisco und bin mal gespannt, wie die Zeit voll ist. Ne? So, wir sind jetzt durch San Francisco gefahren. Hier ist schon übertrieben geiles Wetter auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind 20 Grad, in Deutschland sind gerade 5 und es soll irgendwie schneien oder Frost soll aufziehen. Ich bin jetzt hier am ganz speziellen Punkt angekommen. Sieht insane aus. Ich denke mal, manche von euch werden den Punkt kennen. Oder die Brücke. Ist mit, glaube ich, die berühmteste Brücke auf der Welt. Ich weiß es gar nicht. Ich werde auch noch einmal googeln, wie lange die gebraucht hat zu bauen, wie viel die kostet, zu den Stand zu halten, wie sie auch allgemein gekostet hat. Das ist ja natürlich die Golden Gate Bridge. Finde ich halt auch insane. Also die Aussicht ist insane mal wieder. Einfach was hier alles so drumherum ist. So, hier das Meer, die Aussicht, die Berge. So allgemein das Wetter. Ist auf jeden Fall geil. Werde ich auf jeden Fall noch gleich ein Bild machen für Instagram. Und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass ich hier WLAN habe, sonst komme ich hier nicht mehr weg, weil ich bin jetzt gerade mit dem Uber hingefahren. Bin am Arsch der Welt. Wir sind überall der Porno. Scheiße, wenn ich dir dort zeige. Ich schlage mich sonst zusammen. Und ja, ich schaue jetzt hier mal, dass ich noch ein bisschen chill. Danach will ich nochmal in die Stadt gehen. Und dann, ja, mal gucken. Bin ich mal gespannt, was noch so geht hier. Aber ich glaube, dass ich hier schon WLAN habe. Weil, wie gesagt, anderweitig habe ich ein Problem. Dann sind wir uns, denke ich, vielleicht. Also, ich weiß nicht, ob ich noch die Stadt filmen kann, Mann. Weil ich würde hier eigentlich noch ein bisschen chillen, ein bisschen die Aussicht genießen. Aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr in Amerika seid, auf jeden Fall New York mitzunehmen und San Francisco. Das finde ich jetzt die zwei schönsten Städte, wo ich jetzt war, bis jetzt in Deutschland, in Amerika. Vegas ist noch ganz geil, gut. Oder Vegas mit seinen Jungs vielleicht oder so, um ein bisschen Party zu machen und ein bisschen zu gamblen. Aber ich würde sagen, San Francisco, New York ist Pflicht. Geiles Wetter, bin ich mega, mega dankbar dafür. Und dann hoffentlich sehen wir uns auch mal in der Stadt. Ne? So Leute, wir waren jetzt noch in der Stadt unterwegs. Ich erzähle euch gleich, was noch passiert ist. Wir sind jetzt am Flughafen. Mein Flug geht in... Oh, geil. Will ich mir mal die Uhrzeit angucken. Zeig's mir die Schritte an. Boarding ist in 1,5 Stunden. Flug ist in 2 Stunden. Wir landen da, also wir fliegen jetzt um 19 Uhr und landen dann um 3 in Deutschland, also in Frankfurt. Ist ja Zeitverschiebung und ich glaube 10 Stunden Flug. Jetzt zur Story. Ich war ja vorhin in der Golden Gate Bridge, habt ihr ja gesehen. Und dann wollte ich noch euch mitnehmen durch San Francisco. Und dann hatte ich dort kein WLAN, so wie ich es gesagt habe. Und konnte mir kein Uber bestellen oder Lyft, wo ich halt hin wollte. Als er gerade ein Bus gekommen habe ich den Typ gefragt, ob er in die Stadt fährt, dann zurück nach San Francisco. Gesagt, ja, macht er. Habe ich für $3 ein Ticket gekauft. Und fahren. Weil der war halt immer so komische Haltestelle, aber da hätte ich eigentlich rausgehen sollen, weil da hatte ich auch WLAN, habe ich gesehen, weil ich immer vorbeigefahren bin. Und steig an der Endhalter aus, weil sie auf einmal, die war auf einmal plötzlich da in so einer Seitenstraße und steht im Nichts. Und San Francisco ist halt so aufgebaut, dass sie so hoch und runter geht, hoch und runter. Also dann kennt ihr natürlich den Boy, ich hatte meinen Koffer dabei, der schwer war. Hier diese Rucksäcke dabei, der ist hier vor allem übel schwer wegen meinem Laptop und alles. Da habe ich noch meine Kamera drin, mein iPad, alles. Ich habe so Rückenschmerzen, ich hatte ja eh schon Rückenprobleme. Dann laufe ich da hoch und runter an irgendwelchen Häusern, wobei ich WLAN finde. Hatte dann WLAN, konnte ein Bild auf Instagram posten, aber ich konnte irgendwie nichts auf Google Maps machen und kein Uber rufen. Das ist eigentlich geil, Prioritäten gesetzt. Ich habe das Instagram-Bild dann gepostet, ne? Und dann, May we have your attention, please? Nee, dürfen sie nicht. Und dann auf jeden Fall,
Was habe ich dann gemacht? Achso, ja, ich bin dann zum italienischen Konsulat. Und dann beim italienischen Konsulat habe ich mich da hinten nach hinten dran gestellt. Und habe da WLAN gehabt. Und dann habe ich mich ins italienische Konsulat gestellt. Grüße gehen raus an die Italiener. Und an die italienische Botschaft. Ich habe mich da hingehockt, das WLAN gezackt. Und habe mir dann von da aus dann einen Lift bestellt. Und mit dem Lift bin ich dann zum Target gefahren. Da habe ich jetzt Ranch Dressing gekauft und so eine Pancake-Mischung, die mir empfohlen worden ist. Da ist eine, wie sagt man, maximal pigmentierte Frau vorne drauf. Und das soll die beste Pancake-Mischung sein, wurde mir gesagt. Bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt mitgenommen. $4, glaube ich. Und nochmal das Ranch Dressing, beides mal $4.50. Ranch Dressing müsst ihr mal googeln. Das ist das geilste Dressing, finde ich. Gibt es das irgendwie in Deutschland nicht. Ich nehme es jetzt mal mit und guck mal, wie geil das ist, weil ich glaube, das kann man auch online bestellen, aber es ist relativ teuer. Naja, ja, das war jetzt erstmal die Story von vorhin. Ich habe mich mega aufgeregt, hatte so einen Puls und um meine Uhr, habe ich mir hier geholt, die Fitbit, hat das auch angezeigt. War durchgeschwitzt, ich musste mit allen 7 Sachen da rumlaufen, so WLAN wie so ein Gestörter, weil ich ja keine SIM-Karte hatte. Wow, Mann, das wäre so eine richtige Story wieder, weil hätte Max dabei sein müssen, der hätte sich hier nur totgelacht, der Trottel. Grüße gehen raus an Noobmax. Ja, Zusammenfassung. TwitchCon war mal eine geile Erfahrung, jedoch ist hier nicht so geil wie die Gamescom. Erstens, ja gut, es sind halt alles Amis. Das ist so, als wenn Ami auf der Gamescom, wo es halt nicht so bekannt ist, sagen wir jetzt kein Ninja oder so. Kennt ihn natürlich auch, das kennt ihn keiner, man kennt ihn. Aber ja, so, ich kenne halt selber, habe ich da nicht so viele gekannt natürlich, mit denen ich dann networken oder connecten konnte. Bori ist ja auch dann früher gegangen, ich habe die deutschen Partner gestern beim Essen kennengelernt, das war auch richtig geil, da wurde ich von Twitch zum Essen eingeladen, weil wir bei einem Chinesen, und da habe ich das beste Fleisch gegessen, was ich je gegessen habe. Die haben so Rind gemacht. Wow, Jungs, ich habe das in den Mund genommen, mit so einer geilen Soße, so Rotweinsoße, und das konntest du mit der Zunge schneiden, einfach im Mund. Das ist zerfallen. Das war perfekt medium gebraten, ich konnte es nicht fassen. Mit das geilste Fleisch, was ich je gegessen habe. Auch richtig geiles Hähnchen mit Mac and Cheese gegessen und dann noch so ein Nachtisch, Alter, das war mir auch too much. Und dann mit Vanilleeis und Schokosoufflé, wenn ihr das kennt. Und so ein Schokokuchen, wo innen drin flüssig ist und oben waren 2 Erdbeeren drauf. Ey, das war riesig, ne? Das ist die dreifache Portion, wo du in Deutschland bekommst, wenn du das bestellst. Das war auch nicht so teuer, $9. Ey, nach so ungefähr Hälfte, drei Viertel, hab ich gesagt, das hört voll auf. Ich fange an zu zittern, Zuckerflash ist da, ne? Also, Amerika kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich kann euch auf jeden Fall New York und San Francisco empfehlen. Finde ich, sind die bis jetzt die beiden schönsten Städte hier in Amerika. Und hat mir mega gut gefallen. Essen natürlich auch krass. Danach müsst ihr euch aber darauf einstellen, dann mit 5 bis 10 Kilo mehr hier auf dem Bäuchlein heimzukommen. Ich setze das immer so schnell am unteren Bauch an. Ich starte es dann wieder daheim mit Fitness durch. Ich greife jetzt wieder meine Brustprobleme an. Die sind wieder in letzter Zeit leider schlimmer geworden. Muss jetzt mal wieder zum Arzt und zum Physio. Habe jetzt auch das Fitbit geholt, dass ich da einfach ein bisschen Überwachung habe. Auch einfach Schritte und wie meine Herzfrequenz ist beim Training. Und sonst war trotzdem ein toller Ausflug. Ich hoffe, euch gefällt der Vlog auch. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Amerika findet oder wie ihr das jetzt alles von außen erlebt habt. By the way, ich habe $7.500 gewonnen, weil die Fortnites Dritter wurden. Nochmal Props und da danke daraus an die Leute, die die Punkte geholt haben. Ich konnte natürlich nichts dazu beitragen. Hoffentlich dann nochmal, bin ich dann auch noch nur dabei im Winterskirmisch, wird man dann sehen. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Danke an alle, danke an Amazon fürs Einladen. Danke an Epic Games und an alle Leute, die das möglich gemacht haben. Und jetzt war ich noch auf dem Flug. Und dann sehen wir uns wieder in Deutschland und hoffentlich wieder im Stream. By the way, Stream. Wenn das Video jetzt online kommt, entweder ich werde heute streamen oder morgen, also ist Dienstag oder Mittwoch, je nachdem. Ich habe 5 Gamescom-Sprays zu verlosen. Die werde ich aber nur an meine Subs auf Twitch verlosen. Hat einfach verschiedene Gründe, könnt ihr dann auch, wenn ihr wollt, dort im Chat erfragen. 5 TwitchCon-Sprays habe ich, das ist so ein Lama, was da hinten drin ist, so eine Explosion, das fliegt so weg, sieht ganz geil aus. An meine Subs, oder wenn ihr mal vielleicht überlegt habt, Sub zu werden, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Naja. Danke fürs Einschalten, Chat. Wir sehen uns in Deutschland. Oder